Ja, grüß euch. Da ist wieder mal der Rollatorman. Gestern. Na, zuerst muss ich euch einmal mein neues Outfit vorstellen. Wenn es ein bisschen ruckelt, schaut einmal. Älter werden ist nichts für Weicheier. Jo. Mein Kernthema heute, die Demonstration gestern in Berlin. Da haben sie ungefähr 30.000 Leute getroffen. Vielleicht waren es ein bisschen mehr, die Polizei ist etwas anders, als wir die Organisatoren von der Demo. Die wollten einfach demonstrieren gegen die Willkür, was über Corona oder unter dem Deckmantel von Corona übers Volk herkommt. Nämlich übers Maskentragen, über die Kontrolle, einfach über die Leute schikanieren, die Angstverbreitung und so weiter. Und es ist ja das Recht für jeden Einzelnen, seine Meinung zu äußern und auch das notfalls in Form von einer Demonstration zu äußern. Und nun hat es da eine Handvoll Ewiggestriger gegeben, vielleicht waren es 100 oder 200, die Neonazis und die Staatsverweigerer, und die haben da einen Radau gemacht und wollten da verschiedene Gebäude stürmen und so weiter. Jetzt hat die Polizei das natürlich berechtigterweise verhindert. Was aber mitverhindert hat, ist die Demonstration. Und das finde ich nicht für richtig. Weil es muss einfach möglich sein, in Österreich und in Deutschland seine Meinung kundzutun und nicht einfach niederzuknüppeln oder aufzulösen oder wegzutragen. Und was liest man heute in den Zeitungen? In den deutschen genauso wie in den österreichischen. 30.000 Nazi- und Staatsverweigerer haben demonstriert. Na bitte, kann das wahr sein? So wird einfach die Meinung umdreht. Und was wirklich hinter den Kulissen passiert, erfahrt man eigentlich nur durchs Internet. Nur die was die Videos verzapfen, die verbreiten ja das auch irgendwo einseitig. Und der goldene Mittelweg liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Der Neffe von John F. Kennedy hat auch geredet dort. Und das ist sicher kein Nazi und der ist sicher kein Staatsverweigerer. Aber das ist wurscht. Über den ist sowieso nie geredet worden. Denn seine Ansprache hat ungefähr eine Viertelstunde gedauert, aber von der herrscht überhaupt nichts in den offiziellen Medien. Überhaupt nichts. Das ist einfach totgeschwiegen worden. Und darum, ich stehe auf der Seite von den Demonstranten, aber von den 30.000. Nicht von den paar hundert Marxern, die sich da wichtig machen wollen und versuchen, die ganze Demo zu umkrempeln für einen eigenen Zweck. Und wenn ich jetzt ganz gemein war, könnt ihr ja vermuten, dass die Neonazi und Staatsverweigerer möglicherweise von der Polizei dort eingeschleust worden sind, damit sie einen Radau machen, damit einfach der Staat die Polizei zuschlagen kann. Ich habe das Gefühl, wir kommen immer tiefer in einen Polizeistaat rein. Und es wird nicht mehr lang dauern. Und wir werden es genauso ähnlich haben wie damals in Ostdeutschland oder noch früher in Deutschland unter Hitler. Da wird mit Angst gearbeitet, mit Denunziantentum. Und es wird eine Arschzeit werden. Aber es kriegt jeder Topf seinen Deckel. Angst habe ich keine. Bis wirklich soweit ist,
Ja, da bin ich eh schon hinüber. Aber alt werden ist nichts für euch heuer. In dem Sinn, schönen Sonntag noch. Viert euch.